Es geht wieder um das Thema Laufradbau. In diesem Video geht es um die Theorie um Felgen und was zu beachten ist, um die richtige Felge für einen selbst auszuwählen. Welche Faktoren sind zu beachten, um die richtige Felge für meinen Einsatzzweck auszuwählen? Anfangen würde ich bei dem Thema mit der Laufradgröße. Welche Laufradgrößen gibt es überhaupt? Im MTB gibt es noch 26 Zoll, was nicht mehr sehr verbreitet ist, 27,5 Zoll und 29 Zoll. Im Rennrad- und Trekkingbereich gibt es dann noch 28 Zoll. Welche Laufradgröße ist für mich am besten geeignet? 27,5 Zoll Laufräder sind in der Regel stabiler und auch für den groben Einsatzzweck gedacht. Und 29 Zoll Laufräder sind durch ihren großen Abrollumfang leichter über Hindernisse zu bewegen. Bei Felgen gibt es grundlegend zwei verschiedene Materialien, die genutzt werden. Am weitesten verbreitet ist Aluminium in allen möglichen verschiedenen Bauformen. Dann gibt es auch im MTB- und Rennradsektor Carbonfelgen, die einen speziellen Flex bieten, besonders leicht sind und auch in gezielte Richtungen steif zu bauen sind im Vergleich zu den Aluminiumfelgen. Die Individualisierung in Flexibilität und Steifigkeit bei Carbonfelgen bietet einen besonderen Vorteil, dass man in den speziellen Bereich für den Einsatzzweck Felgen optimieren kann. Die Höhe und Breite und auch die Materialstärke von Felgen spielt eine große Rolle, wie stabil oder wie leicht die Felge wird. Je höher die Felge ist, umso kürzer sind in der Regel die Speichen und desto steifer wird das Laufrad. Je breiter die Felge ist, desto breitere Reifen kannst du auch auf der Felge fahren, ohne dass sie drohen abzuspringen. Je höher die Materialstärke ist, desto stabiler ist die Felge in alle Richtungen, aber das Gewicht nimmt auch stark zu. Eine lange Zeit wurden Felgen geöst, sprich um das Nippelloch wurde eine Öse gesetzt, um mehr Last von dem Nippel in den Felgenboden zu verteilen. Dies ist in der Regel jetzt nicht mehr so. Die meisten Felgenhersteller empfehlen einfach dann Nippelunterlegscheiben zu benutzen. Die haben denselben Effekt und das Laufrad sieht trotzdem noch cleaner aus. Es gibt manche Felgenmodelle, die müssen mit Nippelunterlegscheiben eingespeicht werden. Das wird dann vom Hersteller aber in der Regel auch explizit genannt. Man kann generell alle Felgen mit Nippelunterlegscheiben einspeichen, wenn man den Vorteil nutzen möchte, dass die Last besser in den Felgenboden verteilt wird. Tubeless ist aktuell auch ein großes Thema. Achte also bei der Auswahl der Felge darauf, dass der Hersteller die Felge für Tubeless freigegeben hat. Wenn man sich das Schnittprofil einer Felge anschaut, sieht man, dass am Felgenhorn eine Wulst ist, genannt Hook, die den Reifen in der Felge hält. Mittlerweile gibt es auch Felgen, die diese Wulst nicht mehr haben. Diese nennt man dann Hookless. Tubeless-Reifen haben nicht mehr so ein großes Risiko, von der Felge zu springen, da sie sehr stramm um die Felge sitzen. Deshalb konnte man jetzt diese Wulst entfernen. Bei Hookless-Felgen ist der Vorteil, dass wenn man einen Durchlack hat und das Felgenhorn sich verbiegt, wird der Reifen, gerade auch die Tubeless-Reifen, besser noch in der Felge gehalten. So, das war's zum Thema Felgen. Schaut euch auch gerne die Theorie zu Speichen und Narben an oder geht direkt in die Praxis und schaut euch unsere Videos zum Einspeichen und Zentrieren an. Wenn du noch Fragen hast, schreib's einfach in die Kommentare und bis zum nächsten Video.